Hier sind die Heise Online News mit Isabel Grünewald. .eu-Domain-Inhabern drohen Komplikationen bei Brexit. Mindestens 300.000 .eu-Domains sind von Großbritannien aus registriert. Das European Registry of Internet Domain Names gab jetzt für den Fall eines ungeordneten Brexit bekannt, dass .eu-Inhabern von der Insel danach nur wenig Zeit zur Reaktion bleibt. Wer nach 2 Monaten, also bis zum 30. Mai, seine Domain nicht postalisch in die Rest-EU umgezogen hat, dessen Domain wird eingezogen, dekonnektiert und ein Jahr später wieder neu vergeben. Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Apples FaceTime-Lauschbug. Ein Fehler in Apples Gruppen-FaceTime-Funktion in iOS 12 ruft nun die New Yorker Staatsanwaltschaft auf den Plan. Sie will Apples Umgang mit der Softwarepanne, durch die unter Umständen ein Anrufer dem Angerufenen zuhören konnte, noch bevor dieser den Anruf annahm, untersuchen. Zuvor hatte es Medienberichte gegeben, wonach ein Teenager und seine Mutter bereits vergangene Woche versucht hätten, den Konzern auf den Fehler hinzuweisen. Sie seien aber an mehreren Stellen nicht weitergekommen. Apple hatte erst Dienstag zu einer radikalen Lösung gegriffen und die Funktion für Gruppenanrufe in FaceTime schlicht deaktiviert, nachdem das Problem über Twitter und Technikblogs bekannt wurde. Schluss für Google+. Im Dezember kündigte Google das Ende von Google Plus an. Nun hat das Unternehmen einen detaillierten Zeitplan zur Schließung veröffentlicht. Demnach werden die Google Plus Accounts und erstellten Google Plus Seiten am 2. April geschlossen. Inhalte der persönlichen Accounts sowie Fotos und Videos in den Google Plus Alben und auf den Seiten werden dann gelöscht. Nutzer, die ihre Inhalte sichern möchten, sollten sie bis dahin heruntergeladen haben. 2 deutsche Unternehmen bei Patenten auf KI in Top 20. Die Patentanmeldungen für Anwendungen mit künstlicher Intelligenz sind nach Angaben der Weltorganisation für geistiges Eigentum stark gestiegen. Mit Siemens auf Platz 11 und Bosch auf Platz 19 spielen 2 deutsche Unternehmen in der Top-Liga der aktivsten 20 Unternehmen mit, wie die UN-Organisation berichtete. Ganz vorne lagen die Deutschen bei Beschwerden gegen Patentanmeldungen anderer. Diese und alle weiteren aktuellen Nachrichten finden Sie auf heise.de.